Jetzt können wir tiefer helfen. Ja, lass uns zurück zu Madame M gehen und das Kleid besorgen. Mhm. Ich unterbreche eure Feier ja nur ungern. Aber ihr werdet leider nochmal für mich kämpfen müssen. Wieso denn das? Ihr habt die Stimmung ordentlich angeheizt. Die Leute sind in ausgelassener Wettlaune. Sie setzen Unsummen auf eure Kämpfe. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Corneo sich diese Chance entgehen lässt. Soll heißen? Er wird euch einen letzten Gegner vorsetzen. Erst wenn ihr den besiegt, ist das Turnier gewonnen. Davon war keine Rede. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Dieser gierige Bastard, dieser... Was will man machen? Auf dem Wallmarkt hat nun mal Corneo das Sagen. Aber wenn ihr den nächsten Kampf gewinnt, bleibt selbst Corneo nichts anderes übrig, als euch zu Siegern zu erklären. Das Publikum macht das auch nicht ewig mit. Der Kampf ist der letzte? Das will ich doch hoffen. Also dann, viel Glück. Füllt meine Taschen brav mit Geld. So, und das ist einer der absolut schwierigsten Kämpfe in diesem kompletten Spiel. Zumindest auf schwer. Auf normal fand ich ihn, glaube ich, nicht so schwer. Aber in diesem Modus ist es auf jeden Fall ein Höllenritt. Ein wahrer Höllenritt. Für den wir uns auch nochmal umequippen. Oh je, da habt ihr mir ja richtig was eingebrockt. Na, sorry. Hätte es ja nicht antreten müssen. So. Ja, puh, ha. 91. Ach, da nehmen wir auf jeden Fall eine andere Waffe für. Da hätte ich gerne eine Waffe. Die Eisen? Da hätte ich gerne eine Waffe. Mit dem letzten Strohhalm. Hast du den letzten Strohhalm? Nein, du hast den nicht. Aber dann hat die Eisenklinge den auf jeden Fall. Die hat 7705. Nur ein bisschen weniger Magie, aber quasi das Doppelte physisch. Da ja. Die Eisenklinge werden wir nehmen. Letzter Strohhalm, genau. Oh nein, den habe ich gar... Oh nein, den habe ich noch gar nicht gelernt. Das ist nicht wahr. Oh mein Gott, das ist nicht wahr. Und ich habe keine Punkte, um den zu... Oh nein, bin ich scheiße. Ich will auf jeden Fall mehr physisch... Oh, dann nehme ich vielleicht das... Bei dem Zwillingsfehler habe ich das schon, aber da verliere ich natürlich richtig viel Magie. Nehme ich dann lieber das Panzerschwert... Dann müssen wir halt auf den letzten Strohhalm verzichten. Slots hast du voll. Magische Attacke könnten wir noch schnell. TP. Oh Gott, 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 Gott. Ich will mich jetzt wirklich gut vorbereiten für den Kampf. Ich will hier keinen nichts falsch machen. TP plus magische Attacke plus MP plus. Hier, Alter, steigt deine magische Attacke nochmal. 91, 91. Sehr ausgeglichen, die Waffe. Dann kriegst du das Panzerschwert. Oh, ich hab... Ihr glaubt es mir nicht, ich bin wirklich sehr aufgeregt, weil ich mich frage, ob diese Aufnahme jetzt eventuell 3, 4, 5 Stunden dauern wird und ich 3 Stunden davon rausschneiden muss, weil ich einfach 10-mal gegen den verliere. Aber der ist nun mal wirklich so brutal. Ups. Cloud, du kriegst mal das Panzerschwert. Warte, kurz vergleichen. Bei dem Panzerschwert haben wir mehr Trefferpunkte, mehr MP, mehr physische Attacke logischerweise, weniger magische, mehr physische Abwehr, mehr... Ja, das ist doch in Ordnung. Maximale MP erhöhen sich um 10%, Magiewert erhöht sich um 5%. Ja gut, ist in dem Kampf quasi bringt's nichts, wenn ich nicht die Mithril... Klinge habe, aber das Accessoire jetzt extra umrüsten, so nötig sehe ich es dann doch nicht. So, du bekommst Heilen. Du bekommst Heilen mit Amplifikation. Du bekommst Wiederbeleben. Ich muss auf jeden Fall mal ein paar Heilsubstanzen verkaufen, das geht ja gar nicht.
Du bekommst Wiederbeleben. Du bekommst Glut. Du bekommst Frost. Du bekommst Gewitter. Du bekommst Aero. Okay. Das wäre bei ihr eigentlich besser. Da fangen wir hinten an, beim letzten natürlich. Muss immer alles schön sortiert sein. Natürlich effizientes Blocken. EP-Boost, Glücksboost, Magie-Boost, MP-Boost. Du bekommst auf jeden Fall den TP-Boost. Und dann hätten wir sogar noch eins frei. Ja, da können wir dann hiervon irgendwas nehmen, um einfach zu dingsbumsen. Also TP-Boost. Hier haben wir Luft. Ja. Was müssen wir leveln? TP-Absorption erhöht die Resistenz. Ja, das bringt jetzt in dem Fall nichts. Elementar-Affinität. Ja, gut, das muss nichts schaden. Hier fehlen noch 7000 AP und bei denen hier. Ja, gut, da. Bei denen hier fehlen. Ja, gut, hier, pass auf, dann nimm die. Dann nimm die TP-Absorption da rein. AE-Ritze. Auch du bekommst Wiederbeleben, natürlich. Auch du bekommst die Glut. Frost. Gewitter. Luft. Versiegelung. Gebet. TP-Boost. Effizientes Blocken. So, das müsste eigentlich für diesen Kampf mehr oder minder perfekt sein. Oh mein Gott. So, 6800, 78 MP ist mehr als genug. 94 MP noch, so viel MP brauchen wir natürlich für einen Kampf nicht. 6800, 5900. Physisch, Alter, voll ausgeglichen. 305, 307, du hast 336 magisch. Physisch hat 92, 115 und 528. Ja, okay. Einmal, ausnahmsweise das erste Mal in diesem Let's Play, dass wir gemeinsam das Spiel speichern müssen, weil vor diesem Gegner muss ich... Ach nee, falls hier irgendwas falsch gegangen ist. Zack, bumm. Einmal hier speichern. Ich habe extra alle Speicherstände, die irgendwo anders sind, verschwinden lassen, damit da ja nichts gespoilert wird. So, okay. Dann hoffe ich mal, dass es beim ersten Versuch klappt. Wäre zumindest geil. Abgefahren! Ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. Na, alles bereit? Ju. Wette hin oder her, ihr habt einen neuen Fan gewonnen und ich bin sicher nicht der Einzige. Ihr schafft das schon! Was für ein großartiges Spektakel dieser Kampf doch war! Ist doch so, oder nicht? Wäre doch echt ein Jammer, wenn der Spaß jetzt schon vorbei wäre! Zum Glück muss hier niemand enttäuscht nach Hause gehen, denn der fantastische Don beschert uns allen einen schönen Extrakampf! Am Start sind wieder alte Bekannte! Die Turteltäubchen, die diese Arena im Sturm erobert haben. Laut und Harry! Cloud, hast du später schon was vor? So cool, so süß! Cloud, du bist der Geilste! Er ist! Bitte werd meine Frau! Ihr Gegner! Kommt aus den tiefsten Tiefen unter dem Kolosseum. Ein Ungetüm wie aus den Feuern der Hölle. Und selbige ist ja sicher gleich los. Die geheimste Waffe des genialsten Dons. Begrüßen Sie mit uns das Höllenhaus! Ja.
einfaches Haus? Das würde mich schwer wundern. Ein Haus, das einem Albtraum gleicht, gegen das dynamische Duo. Einen solchen Kampf hat die Welt noch nicht gesehen, meine Damen und Herren! In der Tat, sowas hat es noch nie gegeben. Dieser Kampf wird in die Annalen der Geschichte eingehen. Aus Spannung werden sie von den Stühlen rutschen. Vorhang auf für das große Finale. Ring frei! Ja, ein Haus, der schlimmste Gegner, den es hier für uns gibt. So, wenn er die Tür aufmacht, schmeißt er Turmberries raus. Die müssen hier immer sofort töten, weil erstmal liegen die nur rum. Das ist immer schon mal gut, weil wenn ihr die nicht sofort tötet, dann töten die euch irgendwann mit ihrem Küchenmesser. Das ist ein Fundament des Schöllenhauses gerettet. Jetzt muss der Schwing Team die Chance aber auch nutzen. Ja. Oh, sieht aus, als hätten wir die Artifakte bei den Ergebnissen die Mangel übersehen. Er, die Farbe verhält alles. Es hagelt. Na, ja, jetzt hat er Wind gemacht gerade. Gerade im unpassenden Moment. Es regnet Raketen, Leute. Wie will sich das Traumpaar dieser bombastischen Katastrophe entziehen? Ist immer noch Wind? Jo. Jetzt ist er Blitz. Das heißt, jetzt hättest du gern ein Aero reingedonnert. Okay, nicht getroffen. Oh nein, die Dinger sind scheiße, die nerven mich. Wow, jetzt ist Tag der offenen Tür angesagt. Das Höhenhaus lädt die beiden zu einer unvergesslichen Besichtigungstour ein. So, hier möchte ich immer meine Lebenspunkte hochhalten bei dem Kampf. Jetzt macht er wieder einen Barrierewechsel, ne? Feuer! Okay! Nein! Unglaublich! Das Höllenhaus ist doch tatsächlich... Warte! Das war aber ganz schön schnell vorbei. Es fängt erst an. So, da kommen wieder Turmberries. Los geht's. Ach nee, ich habe einen Schock anfällig gemacht. Kommt doch keine Turmberries mehr. Versager! Oh, da bin ich aber geschickt ausgewichen. In der Phase hier ist er physisch schwach, sonst... Nein, 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 nein! Ah ja, da ist ja immer diese Scheiße mit der Explosion im Weg. Da kommt man ja immer nicht so gut raus. Was? Jubel schreien und Buh rufen!
Ja. Keine Chance. Da ist er jetzt schwach gegen Eis, aber ich überlege gerade, ob es nötig ist, jetzt Eis zu verschwenden. Ne, eigentlich nicht. Der absolute Wahnsinn. Sie haben ein cleverer Zug von unserem Taupaar. Das Höllenhaus ist wie gelähmt. Spring für mich ein. Okay. Cloud und Aerith sind ein Herz und eine Seele. Ihre Verteidigung ist lückenlos. So, jetzt geht der Unbesiegbarkeitsmodus los. Da baut sich doch was zusammen. Was hält das Höllenhaus wohl als nächstes aus? Da musst du doch ausweichen. Tja, klar. An der Barriere fällt doch das größte Schwert ab. Die eiserne Verteidigung des Höllenhauses wird dem Pärchen wohl zu verhängen. Ach Mist, schockanfällig verpasst, oder? Nö, gut. So, jetzt macht das nochmal, aber jetzt kann man da einmal unterbrechen, wenn man schnell genug ist. Normalerweise würde ich mal sagen. Ja, da bleibt er stehen, genau. Oh nein, ich musste doch noch den Impulszieht machen. Er war doch noch gar nicht. Ich bin so doof. Oh Scheiße. Mein Einsatz. Sind beide, alle drei tot? Alle drei? Gut. Ja, der Eisbomber, der ist böse. Wolltest du mir gerade wehtun? Gibt es übrigens im Souvenirshop am Eingang. Oh, da kommen wieder diese Scheißdinger, wie ich sie hasse. Limitierte Auflage. Wer zuerst kommt, mal zuerst. So, jetzt hätte ich mit, eigentlich mit Wind unterbrechen können, aber ich habe es gerade ein bisschen verkackt. Ja, komm, ich triff mich. Triff mich halt. Jetzt ist es auch zu spät, glaube ich, nochmal was zu machen. Jetzt macht er gleich wieder seine Barriere. Oh, wenn die Dinger kommen, dann muss man weg. Ey, die nerven so. Ja, wir haben Limit, super. Das ist mega. Nimm das. Welche diabolischen Pläne verfolgt das Höllenhaus wohl dieses Mal?
Mega, das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich noch nie geschafft, dass ich unterbrochen habe, weil ich das noch nie gemerkt hatte. Dass der quasi da oben kurz bevor... Ihr habt an den Fenstern gesehen, dass er grün war, also Wind, also mit Blitzer kann man diese scheiß Mega-Attacke unterbrechen. Das ist super mega geil. Spannend, spannend. Wie wird das enden? Los, geben wir alles. So, wir müssen uns jetzt langsam auf das Schlimmste vorbereiten. Na schon, eine kleine Aufmerksamkeit mit besten Grüßen vielleicht vom großen Dorf Cornelius. Bitte lass das Aero. Ja, er hat getroffen, er müsste eigentlich abbrechen. Scheiße. Oh nein, die scheiß Dinger sind immer noch wieder da. Scheiße. Okay, Cloud, du darfst mal ruhig eine Heilung. Wir haben ja mehr. Ich habe ja wieder so viel MP gespart. Das ist ja alles mega. Okay, scheiße, jetzt geht's, oh mein Gott, es geht los. Das ist nämlich das Scheiß auch schwer. Jetzt kommen jetzt nochmal die Gegner aus dem letzten Finalkampf. Den da können wir einschläfern, das Scheißhaus. Das ist ja das Gute dabei. So, und das ist jetzt nämlich das Schlimme, dass diese beiden Scheißgegner hier sind. Scheiße. Los, das Haus pennt doch gerade. Hierfür ist der Atomisator, für Serra und für nichts anderes, ey. Jetzt gebe ich alles. Eris hat auch ein Limit. Okay, Segen des Planeten, habe ich noch nie gesehen. Durch die schnuckelige Eris. Habe ich noch nie gesehen, aber ich habe jetzt auch keine Zeit oder Lust zu gucken. Es muss der hier, der muss, Alter, Serra muss weg. Wenn Serra nicht wegkommt, dann wird es nicht gut für mich. Nicht nur Körper, sondern auch Seele. Das scheiß Haus, ist das schon wieder wach? Ich sehe es gerade nicht, ich habe jetzt auch keine Zeit zu gucken. Ist mir scheißegal, ob das Haus gerade wach ist. Serra ist kaputt. Das Haus schläft noch, es hört aber gleich auf zu schlafen. Ihr seht's, das Haus ist gleich wieder wach. So, ich würde jetzt direkt gerne nochmal einschlafen, Stefan. Höllenhaus, schlaf. Schlaf, du Arsch. Dagegen ist er nämlich nicht immun. Es ist so ein Versager. Das scheiß Höllenhaus. Ich werde dich nie nachpressen und smörren. Und smörre brennen, du Versagervieh. Bleib weg. Ach ja, ich habe hier den Segen des Planeten. Der macht unsterblich. Ich habe den noch nie benutzt. Deswegen bin ich gerade völlig... Ich bin gerade völlig hin und weg. Leute, ich bin völlig hin und weg. Wir sind ja gerade unsterblich. Es bleibt spannend. Pass auf, du kriegst ein richtiges Geschenk von mir, weil ich das wirklich beim ersten Versuch schaffe. Wie geil ist das denn? Ich hab's beim ersten Versuch. Das ist so geil. Das war das Schlimmste mit den beiden Viechern. Jetzt ist das Ding eigentlich gewonnen. Oh, habe ich nicht wieder abgebrochen? Wir haben gewonnen, Leute, beim ersten Versuch. Wie geil ist das, Alter? Ich glaube es nicht. Einen der top schlimmsten Kämpfe, wenn ich vielleicht den schlimmsten Kampf gewinne. Alter, wie lange ist man denn unsterblich? Okay, jetzt nicht mehr. Ups, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Aber macht nichts. Hier, pass auf, du kriegst einen reingefeuert, damit du wieder unterbrochen wirst bei deinem Feuerzorn. Du Lusche. Wir haben das Ding gewonnen, ey, das ist so geil. Hey, was ist denn los mit dem Höllenhaus? Weg! Cloud, geh doch weg da! Eisbomber? Das läuft nicht, Alter! Schluss! Aus! Rausverkauf! Stühle zum halben Preis! Ein absolut unvorhersehbarer Zug! Wie werden Cloud und Eris auf diesen hölzernen Niederschlag reagieren? Oh, das war ja Millimeter-Ausweichung. Okay, da muss ich dich kurz einmal blitzen. Das Höllenhaus hat zum ersten Mal Besuch.
was im... Das Höllenhaus ist abrissreif! Oh nein, ich würde zum Abschluss den Strahl der Vergeltung machen. Das geht ja gar nicht. Pass auf, dann machen wir zum Abschluss das einfach mega geile. Das Geschichte geschrieben. Doch ist es bald selbst Geschichte? Geil. Geil, Alter. Wie geil. Ladies und Gentlemen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst es mich wissen, ob euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.